Hallo, herzlich willkommen zu Folge 42 meines Subnautical Plays. In der letzten Folge haben wir uns ein paar Upgrades für unseren kleinen Prawn gebaut, und zwar dieses Ding hier. Und zwar hauptsächlich neue, coole, na, Arme für dieses Gerät, die wir jetzt benutzen können, um mit der in meinem Fall rechten Maustaste den linken Arm zu bedienen und hier zu minen. Und mit in meinem Fall der linken Maustaste den rechten Arm zu bedienen und einen Grappling Hook auszuschießen, mit dem wir uns durch die Gegend grappeln können. Wie zum Beispiel hierhin. Wie zum Beispiel hierhin. Klonk! Und damit können wir uns natürlich wesentlich schneller fortbewegen, als wenn wir das Ganze anders machen würden. Denn das Ding ist natürlich hunderte Male schneller. Ist hier was drin? Nein, okay, ist nichts mehr drin. Gut. Das heißt, das ist ziemlich cool, dass wir das jetzt haben. Denn jetzt können wir hauptsächlich natürlich cool minen. Was ich mal nachgeschaut habe zwischen den Aufnahmen im Wiki, ist, dass man noch einen vierten Arm tatsächlich hat. Und zwar den Propulsion Cannon Arm. Heißt also von dieser komischen Gravity Gun den Arm. Da gibt es nur Arm zu. Und der kann tatsächlich auch grappeln. Das heißt also, der kann, na gut, nicht grappeln wie der Grappling Hook, sondern grabben vielmehr. Also Sachen aufnehmen. Das ist der Vorteil von dem Arm, dass er sozusagen die Grab, also Aufnahmefunktion, plus die Propulsion Cannon funktioniert. Deswegen wäre der wohl eine gute Alternative zum Grappling Hook Arm, wenn ich am Minen bin. Denn der Grappling Hook Arm ist ja wirklich nur, wenn ich irgendwo hin muss. Weiterhin muss ich jetzt diese Folge natürlich wieder was machen. Denn es ist Folge 42 und jeder, der ein bisschen an meinem Kanal schon länger dabei ist, bei meinem Kanal schon länger dabei ist, weiß, ich bin ein Fan der Folge 42, weil 42 die Antwort auf das Leben, das Universum und alles ist, wie sicherlich die meisten von euch inzwischen wissen. Und wer es nicht weiß, googelt es mal. Ist ein Roman von Gott, wie heißt er noch? Jetzt habe ich doch noch vergessen, wie der Typ heißt. Douglas Adams, genau. Douglas Adams heißt der Typ, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht total verkacke. Aber jedenfalls, deswegen machen wir heute was Besonderes. Aber bevor wir das machen, muss ich erstmal was ansagen. Und zwar gab es ein Update mal wieder innerhalb der letzten Woche. Und in diesem Update ist etwas reingekommen, das selbst im Wiki noch als Experimental drin steht. Und zwar, das hier ist jetzt ein Seamoth Death Module Mark 3. Das heißt, wenn wir jetzt Folgendes machen, ich speichere mal, so, und wir nehmen dieses Upgrade raus, dann können wir es nicht mehr reinpacken. Und unser nettes Suit-Gerät hier hat eine Crush Death von maximal 900 Metern. Ganz toll. Das heißt, dieses Upgrade, was wir jetzt extra gebaut haben, was mega teuer war, was wir gerade erst letzte oder vorletzte Woche gebastelt haben, geht jetzt schon nicht mehr für diesen Prawn Suit. Wir können es nicht mehr reinpacken. Es geht jetzt nur noch für die Seamoth, dafür funktioniert es auch einwandfrei wie vorher. Für den Prawn gibt es jetzt ein eigenes Upgrade. Die Seamoth-Modules haben sich wirklich nicht verändert. Das heißt, die haben die gleichen Crafting-Sets und alles und auch dieselben Upgrade-Rezepte, nur eben, dass sie nicht mehr für den Prawn funktionieren. Für den Prawn gibt es jetzt ein komplett eigenes Upgrade, das ist dieses hier. Plasteel und 3 Nickel-Erz. Und Nickel-Erz, das finden wir nur in einem Biom, in dem wir noch nicht waren und in das wir wohl so schnell auch nicht kommen werden. Yay! Spaß! Naja. Das heißt, wir müssen ein bisschen rumcheaten, in Anführungsstrichen. Also, gut, das ist nicht Cheaten. Wir nutzen einfach die Möglichkeiten des Spiels. Und zwar machen wir jetzt Folgendes: Wir gehen auf Escape, wir drücken Main Menu und wir drücken Yes. Und wir drücken auf Play und drücken auf die, denn das ist meine Creative Test Welt. Und dann laden wir kurz, solange dauert das nicht. Und dann werden wir sehen, dass das Upgrade ja noch drin ist im Prawn Suit. Und wer vielleicht ganz toll aufgepasst hat, hat gesehen, wie hoch die Crush Death war, als ich das erste Mal in Prawn reingegangen bin. Wer sich noch erinnert, kann es aber schon jetzt in die Kommentare schreiben, aber nicht cheaten, indem wir jetzt weiter gucken, dann erst schreibt, das wäre böse. Und dann werden wir innerhalb von ein paar Sekunden sehen, denn so lange dauert der Ladescreen ja nicht und er wird nur einfach voll geredet. Dann werden wir jetzt sehen, dass dieses Upgrade auch noch drin steckt. Wir nochmal reingucken können und boom. Wir haben immer noch eine Crush Death von 1700 Metern. Und wer sich erinnert, der weiß, dass es exakt dieselbe Crush Death ist wie früher. Das heißt, wir haben immer noch eine Crush Death von plus 800 Metern. Denn das hier ist 700 Meter zwar drauf, aber es gibt ja 800 Meter für den Prawn. Stand da ja extra mal drauf. Das heißt, dieses Upgrade hier gibt ja 800 Meter. Dieses Upgrade gab 800 Meter, gibt aber immer noch 800 Meter.
Zumindest solange es da noch drin ist. Das heißt, wir werden es einfach weiter benutzen, bis wir uns das echte Original-Upgrade leisten können. Denn ich sehe nicht ein, dass wir jetzt das teure Upgrade gekauft haben für nichts. Dementsprechend, sobald wir es haben, werde ich das Mark III wahrscheinlich in den Müll schmeißen. Es gibt ja einen Trashcan. Aber solange werden wir es einfach weiter benutzen und so tun, als wäre nichts geschehen. Das ist auf jeden Fall etwas. So, nun aber zur eigentlichen Folge 42 und ich mache mal kurz einen Sicherheitscut. Also, was wir diese Folge mal machen möchten, oder was ich zumindest diese Folge mal machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte mit dieser Folge einmal den Reaper angucken. Und zwar wirklich aus nächster Nähe. Und ihn vielleicht sogar scannen, wenn wir da hinkommen. Das ist mein Ziel. Mögen wir dabei sterben? Wahrscheinlich. Aber dann wäre das erste Mal, dass ich sterbe. Gut, vielleicht das erste Mal laut Camera, dass ich sterbe. Denn eigentlich will ich ja ein No-Death-Run-Let's Play, aber naja, wir schauen mal. Ich glaube, ich bin sogar schon mal gestorben. Vielleicht sogar schon zweimal. Nur off-camera. Zufällig? Was auch immer. Auf jeden Fall seht ihr jetzt schon, ich habe den Scannerraum hier komplett weggenommen und habe stattdessen die Basis ein wenig erweitert. Und zwar können wir jetzt mal kurz hier rausgehen. Und wie ihr vielleicht kurz ein bisschen gesehen habt, habe ich hier ein Hatchin gebaut, dass wir hier ganz schnell reinkommen. Dass wir nicht immer so weit latschen müssen, wenn wir zur Seemotte oder zum Prawn wollen, in den Moodpool. Und ich habe hier einen ziemlich langen Glastunnel gebaut. Bis hin hier, wo ein Hatch extra nochmal ist, wo wir reinkommen wieder, mit ein paar schönen grünen Wänden. Ich habe außerdem, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, kurz den Moonpool hier komplett ausgerüstet mit den Strong-Geräten-Dingern, wodurch unsere Base jetzt eine Strength von 13 hat im Normalfall. Also wir sind ziemlich gut ausgerüstet. Und wenn wir jetzt mal hier hinlaufen, sehen wir, dass wir hier jetzt den Scannerraum haben. Und dieser Scannerraum hier erfüllt natürlich einen ganz spezifischen Zweck, dass er natürlich jetzt hier steht. Und zwar wollen wir erstmal gucken, wie denn der Reaper so aussieht, wenn wir eine Kamera benutzen. Denn natürlich will ich mich möglichst nicht in Gefahr bringen. Das wäre cool, wenn ich das schaffen würde, dass ich das nicht so sehr tue zumindest. Also, naja, gucken wir doch mal, ob wir mit der Kamera nah dran kommen. Und wenn die Kamera gefressen wird oder wenn die Kamera einfach den nur sieht, dann werden wir auf jeden Fall nochmal mit dem Cyclops-Gerät oder mit dem Prawn dahin. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen angepflanzt, dass ich hier schnell rankomme. Weiterhin habe ich hier drin jetzt vier Range-Upgrades gehabt. Ich habe jetzt noch wieder ein Speed-Upgrade reingepackt. Und ich habe hier ein nettes Compartment, wo ich mein Scanner-Room-Upgrade drin habe nochmal. Denn ich habe eins mehr und ich habe hier sogar einen Fabricator hingebaut, weil ich keine Lust hatte, immer so weit zu rennen, weil ich nämlich ein bisschen Titan brauchte und dann einfach nur schnell raus wollte. Zack, und hier rüber und dann eben was aufsammeln wollte. So, aber wo wir gerade schon in diese Richtung schwimmen, könnte ich wahrscheinlich denken, warum ich diesen Scannerraum jetzt hier hingebaut habe und nicht mehr dort hinten in die genau andere Richtung. Und zwar natürlich aus dem einfachen Grunde, dass wir jetzt näher am Reaper sind. Diese Kameradrohnen, das habe ich schon ausgetestet in der Folge, die ihr niemals sehen werdet, haben eine Range von exakt 500 Metern und die könnt ihr auch nicht aufwerten. Das heißt, diese Scanner Room Upgrades hier sind für die Range wirklich nur dafür da, um diese Range zu erhöhen, also diese blaue Range hier. Und kommt mir das nur so vor, dass das größer, das Hologramm, als früher. Ich will mal gerade was ausprobieren. Wenn ich dich jetzt auch noch da reinschmeiße, kriege ich dann noch ein großes Hologramm? Also ist das dann das komplette Raum aufs Bild, das Hologramm? Oder ist es wirklich die maximale Range von Anfang an gezeigt? Warte mal, wenn ich jetzt nochmal alle Upgrades rausnehme? Okay, es wird nicht kleiner, also gehe ich davon aus, dass es einfach die maximale Range gezeigt ist. Und die Scanner-Room-Upgrades nur für eine bestimmte Range funktionieren, ja. Also, ich glaube, ich lasse es mal mit 3, oder? Lasse ich es mit 4? Weißt du was, ich mache es mit 4 Range-Upgrades. Scheiß auf Speed-Upgrades. So, aber wir wollen natürlich diese Folge stattdessen lieber uns erstmal mit einer Kamera ranwagen. Also, schmeißen wir Kamera 1 an und schauen mal, wohin wir kommen. Denn ich will gucken, und ich habe es probiert, wenn ich den Scannerraum wirklich nur direkt an den Moonpool setze, komme ich exakt mit dem 500 Metern in den Bereich, aber nicht an den Reaper ran. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach mal mit diesen 500 Metern so nah ranzukommen, dass ich den wirklich sehen kann. Und wird es eigentlich gerade Nacht? Denn wenn es gerade Nacht wird, will ich erstmal pennen eigentlich. Ich habe keine Lust, bei Nacht loszuschwimmen. Wird es gerade Nacht? Ich glaube, es wird gerade Nacht. Dann mache ich einen kurzen Cut und warte, bis es Tag wird wieder. Denn es wird gerade Nacht. Okay, ich mache einen kurzen Cut und warte, bis es Tag ist wieder. Oder schlafe halt kurz, bis es wieder Tag ist. Oh, und anscheinend kann man jetzt auch bei knappem Abend oder sogar am Tag schlafen. Das konnte man früher, glaube ich, nicht. Denn es ist jetzt halt noch so halb Nacht.
Und was mir außerdem gerade aufgefallen ist, ist, dass mein Power-System nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass ich meinen Power-Transmitter noch wieder irgendwo anders hinbauen muss. Irgendwie verstehe ich die Power-Transmitter nicht. Manchmal funktionieren sie und manchmal nicht und irgendwie ist es strange. Ich glaube, ich muss die nochmal versuchen, näher ranzubauen. Ich baue den mal hier hin. Reicht das? Okay, das reicht nicht. Ich muss den nochmal ein bisschen näher dran setzen. Vielleicht reicht es dann. Ich verstehe nicht ganz das System, nachdem die arbeiten. Aber das mache ich kurz wieder off camera, denn das ist sonst nicht interessant. Oder? Na, gut, ich mache es kurz off camera. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Oh Gott, jetzt wollte ich nur kurz Escape drücken, um dahin zu kommen, muss ich nochmal connecten. Juhu! Also, zack! Und jetzt versuchen wir es nochmal. Ob wir tatsächlich nah genug rankommen, um den scheiß Reaper zu sehen. Ich habe eigentlich jetzt schon Angst. Aber eigentlich auch wieder nicht, denn ich bin ja nur eine Kameradrohne. Aber ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, den Reaper. Er ist wirklich gruselig. Es ist nicht so schön, den zu sehen. Es ist wirklich ein bisschen komisch, den zu sehen. Was zur Hölle ist das für ein komisches Ding da? Naja, wir sind bei 300 Metern, wir sind bei 400 Metern. Und wir kommen jetzt in den Bereich, wo der Reaper ist. Denn hier waren wir ja schon mit der Cyclops und hier ist der. Das heißt, noch ein Stück weiter kommen wir. 450. Ich warte darauf, dass er spawnt. Da ist er gespawnt. Da ist er. Hallo. Da ist er nämlich gespawnt. Das waren nämlich die 20 Meter oder so, die mir gefehlt haben, um ihn zu sehen. Na, Reaper, wie geht's dir? Cool, hallo. Siehst du mich eigentlich? Der sieht mich nicht. Der sieht mich doch. Der sieht mich nicht. Wie geil. Als Kameradrohne bin ich unsichtbar. Oh. Und da seht ihr übrigens, wenn ihr zu weit weg schwimmt, so wie jetzt gerade, dann wird der Bildschirm dunkel. Das heißt, wenn er dunkel wird, müsst ihr wirklich zurück. Also 500 Meter ist das absolute Maximum, weiter kommt ihr nicht. Und wie ihr seht, reicht das ja auch schon. Das heißt, wir schwimmen noch ein bisschen zurück, um die Kamerasicht zu verbessern. Na, mein Süßer. Oh, wie cool. Also tatsächlich, das wollte ich mich mal testen, das habe ich nämlich noch nie getestet, ob der Reaper tatsächlich Kameradrohnen sieht. Und die Antwort ist, nein, tut er nicht. Wir können tatsächlich mit der Kameradrohne so nah dran, wie wir wollen. Das finde ich cool. Hallo, mein Freund. Da können wir nämlich jetzt gucken, wie der aussieht. Leider können wir mit der Kameradrohne natürlich auch nichts weiteres machen. Aber es ist schon mal cool, dass wir die jetzt benutzen können, einfach um hier ein bisschen rumzuschwimmen. Und den Reaper zu sehen und zu sehen, was noch so da ist. Also wir können jetzt auch zum Beispiel hier unten hin. Und schauen, ob es überhaupt lohnt, hierher zu kommen, weil hier nämlich eigentlich gar nichts ist, was man so irgendwie haben wollen würde. Außer vielleicht dieses Ding, aber da ist wahrscheinlich auch nur Wasser oder so ein Scheiß drin. Aber natürlich wollen wir aus Prinzip hier hin, ne? Das ist ja klar. Wir wollen aus Prinzip hier mal hin, um mal zu gucken, wie wir mit dem Reaper klarkommen. Das heißt, das genau werden wir jetzt auch tun. Hallo, Reginald. Hier ist so eine Box auch nochmal. Hier ist noch so eine Box. Also Boxen gibt es hier genug. Das Problem ist halt nur, kriegt die, wenn der Reaper da ist. Aber das ist auch gar nicht so schwer. Wir müssen einfach nur in einem Stasis-Rifle einfangen. Also, zack. Das Coole ist, jetzt sehen wir ihn auch. Und was ich mir jetzt auch überlegt habe, ist, wenn ihr Bock habt, gut, vielleicht nicht, wenn wir diese Folge noch ein bisschen Zeit haben zum Ende hin, dann will ich noch ein bisschen rumcheaten. Das ist auch noch was, was ich überlegt habe. Wenn diese Folge noch ein bisschen Zeit ist zum Ende, dann will ich ein bisschen rumcheaten, noch ein bisschen Spaß haben, einfach nur. Euch mal zeigen, was es so an Cheats gibt. Das ist so eine andere Art gewesen, was ich überlegt hatte. So, die Frage ist: Nutzen wir unseren Prawn oder die Seemotte, um dahin zu kommen zum Reaper? Denn ihr habt ja gesehen, es fällt dort ziemlich steil ab. Es fällt ziemlich steil ab dort hinten. Und das heißt, es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, mit dem Prawn irgendwie viel zu machen. Das heißt, eigentlich wäre die Seemotte besser, aber ich habe auch nachgelesen, die Seemotte wird so basically getwohittet vom Reaper. Das ist nicht so geil. Und auch das Elektrofehl bringt nicht so viel. Hingegen der Prawn hält irgendwie 5 bis 6 bis 7 Schläge aus oder so. Also auf jeden Fall ist er wesentlich besser geschützt. Und wir haben ja auch noch das andere Upgrade drin, das Hull Reinforcement Upgrade. Das heißt, wir nehmen den Prawn mit. Ich mache mal eine kurzen Cut und fress was und bereite den Prawn vor. Und dann geht's los. Und dann zeige ich noch was anderes, was in der Cyclops noch neu ist. So, dann schauen wir doch mal. Boing! Und zack.
Systems online. Und jetzt können wir nämlich was Neues sehen. Wir können nämlich hier sehen, dass es ein Control Panel gibt, mit dem wir tatsächlich die Storage von Prawn und die Upgrades von Prawn sehen können von hier. Und ich bin ganz, ganz, ganz stark der Meinung, dass es das nicht gab, als wir letzte Folge da waren. Und das ist extrem geil, denn so können wir halt auch noch die Storage der Seemotte und die Upgrades der Seemotte einfach mal so angucken, wenn wir da dran sind. Das ist nämlich auch ziemlich cool, das ging ja früher auch nicht. Weswegen die Storage ein ziemlich sinnloses Ding war. Aber jetzt, gerade auch mit der Storage von Prawn, das ist extremst geil. Und was ich übrigens auch mal nachgelesen habe, das Storage Upgrade, was wir ja auch hier drin haben, das hier, das erhöht tatsächlich die Menge an Slots im normalen Speicherfach. Also bei der Seemotte gibt es dann ja überhaupt erst ein Speicherfach, das hinzugefügt wird, wo dann einfach ein neues Speicherfach kreiert wird, wohingegen beim Prawn einfach dieses Inventar größer wird. Ihr seht, 1, 2, 3, 4 Slots ist es jetzt, 5 Slots ist es jetzt lang, also 1, 2, 3, 4, 5 ist es jetzt. Und wenn wir das Upgrade rausnehmen sollten, so, dann sollte es jetzt nur noch 4 Slots sein. 1, 2, 3, 4, das seht ihr es. Also das ist der Unterschied, zwischen Seemotte und Prawn auch noch, dass wir eben beim Prawn einfach nur die Upgrade-Slots vergrößern. Die Storage-Slots vielmehr. So, also, wir haben eine vollgetankte Cyclops mit 100% Energie. Wir haben ein Shield und ein Sonar-Upgrade. Wir haben sie schön bemalt, was vollkommen unwichtig ist. Wir haben einen gedockten Prawn. Wir können los. Und eine letzte Sache haben wir natürlich noch nicht gemacht und die muss ich einmal jetzt machen. Wir da haben einen Reinforced Dive Suit an. Denn alles andere ergibt keinen Sinn, wenn man mit einem Reaper zu tun hat. Reinforced Dive Suit ist natürlich ein Muss, denn der Stillsuit ist zwar geil, weil wir kein Wasser brauchen, aber wie ihr seht, habe ich mir ein bisschen Wasser mitgenommen. Und das Ding hier gibt 50% Physical Protection. Das heißt, wir kriegen halt wesentlich weniger Schaden durch den Reaper und werden nicht mehr gewonnen. Oder ich glaube, getoolt werden wir schon ohne, aber deswegen. So, dann würde ich sagen, los geht's. Die Kamera ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und wir schwimmen. Und ich gehe im Slow-Mode, dann brauchen wir nämlich weniger Energie. Das habe ich auch gelernt. Im Slow-Mode braucht man weniger Energie. Und im Silent-Running-Mode sind wir komplett vollkommen leise. Das heißt, wir werden Silent-Running-Modus einschalten, sobald wir unten auf die 50 Meter oder so rankommen, damit das Viech uns gar nicht erst bemerkt. Denn wenn es uns gar nicht erst bemerkt, dann haben wir sozusagen nichts mehr zu befürchten. Und dann mache ich die Engine aus und dann wird es uns sowieso nicht mehr sehen. Das ist so mein Ziel. Ob das nur funktioniert, ist eine andere Sache, aber ich werde es versuchen zumindest. Und da ich jetzt weiß, wo das Viech spawnt, nämlich da rechts, da so, weiß ich jetzt auch, wo ich hingucken muss. Also die Kamera ist sozusagen mein Scout, dass ich weiß, wie ich da hinkommen sollte. Und jetzt mit der Cyclops will ich wirklich mal hin und gucken, ob wir irgendwas machen können mit dem Viech. Denn ich will scannen, das ist mein Ziel. Ich will die Cyclops mal scannen. Den Reaper mal scannen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Denn ich glaube, wenn ich mich von alleine so raustrauen würde, bin ich sowieso fast tot. Insgesamt sofort. Fast schon. So, Sun Running Mode. Jetzt brauchen wir richtig Energie übrigens. Das kostet richtig viel Energie, was ich jetzt gerade mache. Aber eigentlich sollte das helfen, dass wir nahezu kein Geräusch mehr machen. Und dann sonst schalte ich Shields an. Einfach dieses scheiß Wasser ist doch so undurchsichtig. Sieht er uns? Er sieht uns nicht. Gut, okay. Silent Running Modus aus. Engine aus. Wir können jetzt aber auch nicht mehr sinken. Das heißt, ich muss schon Engine anmachen, damit ich irgendwas kann. Und wir haben 98% Energie, also. Silent Running. Rig for Silent Running. Und jetzt vorsichtig und langsam los. Sobald das Ding rot wird, muss ich Shield anschalten, ansonsten sind wir tot. Was sowas von. Schaut euch das an, wir können mit dem Reaper schwimmen mit der Cyclops. Weil er uns nicht sieht. Oder zumindest nicht als Gefahr findet. So, jetzt wieder Silent Running Modus aus. Macht das irgendwas? Sieht er uns jetzt? Also wenn ich jetzt fahren würde, ja, aber sieht er uns jetzt, wenn ich nichts mache? Das finde ich so cool, dass er uns trotzdem nicht sieht. Obwohl wir direkt vor ihm sind. Das ist so witzig eigentlich. Okay, ich mach mal Kamera an. Die hilft aber auch nicht wirklich, ne? Nee, wir sehen damit weniger sogar. Und natürlich wird es jetzt Nacht. Aber wisst ihr, was jetzt richtig cool ist? Dass uns das Viech nämlich überhaupt nicht angreift. Und wie ihr seht, es bleibt gelb auf dem Sonar. Das heißt, es tut uns wirklich nichts.
Weil wir haben Silent Running Modus. Macht das Silent Running Modus eigentlich dauerhaft Energie? Wahrscheinlich, ne? Also Silent Running Modus aus. Okay, aber der Silent Running Modus macht auch die Scheinwerfer aus, wie ihr seht. Aber ich habe auch gelesen im Upgrade, die Scheinwerfer machen tatsächlich keinerlei Geräusch. Also, in Anführungsstrichen Geräusch. Die machen halt keine Änderung. So, und Alter, guck dir das an. Der backt sich an unserer Cyclops fest, weil er sie nicht registrieren soll, aber sie halt da ist. Wie geil. Okay, damit sollten wir jetzt auch keine Energie mehr verbrauchen. Und wir können das nicht sehen. Gott, wie das aussieht. Okay, Silent Running wieder an. Nochmal Powering Up. Noch ein Stückchen weiter nach oben. Ein Stück weiter nach oben. Jetzt wieder Engine aus. Silent Running aus und Licht an. Okay, dann ist es jetzt natürlich Nacht, das heißt, ich gehe mal kurz pennen. Mitten zwischen dem Reaper und allem anderen. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwas macht. Aber zum Glück ist es bei dem Schlafen ja exakt so wie bei Minecraft. Das heißt, wenn wir schlafen, dann ist Schnurz. Ist halt egal. Na Reaper, wie geht's dir? Ich finde das so cool, dass wir mitten neben einem Reaper sind und einfach der uns nichts tut. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich dann tot? Wahrscheinlich. Instantan. Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, ich hole mal dieses Ding hier raus. Ich hole jetzt diese Waffe raus. Ich warte, bis er ein bisschen weiter weg ist. So wie jetzt. Klettere runter. Speichere. Und jetzt tue ich das Dümmste, was ich je getan habe. Na, mein Süßer. Kabum. Na, wie geht's dir? Alter fucking Schwede, das ist das Dümmste, was ich je getan habe. Okay, nochmal. Sicherheitshalber und mit voller Ladung. Ich finde das gerade so OP. Na, wie geht's dir? Du kannst nichts tun. Noch einmal und zip. Gott, war das eine gute Idee, dass ich das nochmal gemacht habe, sonst wäre ich jetzt tot. Fuck. Und Health Kit. Brauchen wir gar nicht, ne? Noch einmal und kabum. Oh oh. Komm schon, triff, triff, triff. Oh oh. Okay, jetzt sieht er uns aber irgendwie nicht. Wie jetzt? Sieht er uns nicht mehr? Lässt er uns jetzt in Ruhe? Das wäre ein bisschen dämlich. Nee, er kommt einfach nur weiter. Er schwimmt einfach nur weiter weg. Komm her, du Pissviech! Was? Warum hat das jetzt getroffen? Der schwimmt da auch noch rein. Na, mein Süßer. Komm her. Oh oh. Das war keine gute Idee. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. So, jetzt sind wir erstmal wieder sicher. Fuck, ey. Okay, ich gehe mal zurück. Ich habe nämlich kein Oxygen mehr. Lass mich rein. Oh mein fucking Gott. Das war das Dümmste, was ich je getan habe. Oh mein Gott, das ist so cool. Guck dir das an. Der hängt da unten gefangen in dieser Blase. Ich finde es auch so OP, dass das Stasis Rifle einfach ihn komplett unbeweglich macht, obwohl ich ja eigentlich nur den Kopf treffe. Das finde ich auch so OP an der Sache. Und, ach ja, ganz vergessen. Aufnahme-Channel. Channel switched. So, wow. Okay, gut. Jetzt will ich nochmal eine Sache machen. Wir haben jetzt den Reaper ja gescannt und ich will jetzt nochmal wissen, was das Ding jetzt sagt. Darüber. Reaper Leviathan. Threat Level ist fast, over 9000. Prey everything. Predators, keine Ahnung. Witzigerweise, es gibt tatsächlich Predators. Es gibt tatsächlich etwas, das diesen Reaper Leviathan jagt. Und das ist extrem geil, dass es das tatsächlich gibt. Und extrem grausam, dass es etwas gibt, das noch schlimmer ist als dieses Viech. Aber ja, also ich scroll hier mal gerade so langsam ran. Und ihr könnt es kurz durchlesen und ich tue es jetzt auch. Ich finde die Motivational Note da geradezu genial. Oh, sorry. Außerdem bei OBS das Fenster verschoben. ja, das finde ich gerade genial. Diese Lebensform
ist ein Leviathan Class Predator. Glückwunsch, dass du es überhaupt nah genug rangekommen bist, um sie zu scannen und dann gelebt hast, um die Results zu sehen. Also das hier gerade zu lesen. So, ich warte jetzt gerade, dass er noch ein bisschen weiter wegschwimmt, damit ich noch einmal kurz den letzten Test machen kann. Nämlich, ich will sie noch einmal abfeuern, die Waffe, und dann mit dem Prawn rangehen. Das will ich jetzt noch einmal tun. Ich will mal gucken, ob ich mit dem Prawn, oder ich will mit dem Messer rangehen. Noch epischer. Oh Gott, der ist ja noch viel näher, als ich dachte. Hallo? Oh, fuck. Komm her! So, jetzt noch einmal. Vollspeed. So. Und jetzt haben wir Zeit. Jetzt kann ich ja mal klatschen. Na, mein Süßer? Ich frage mich, wie viele Schläge ich brauche, um den zu töten. Noch einen Schuss. Noch ein bisschen klatschen. Ich find's gerade zu witzig, dass wir ihn klatschen. Noch einmal. Ich meine, er hält sowieso viel länger, die Bubble, aber. Wir klatschen einen Reaper kaputt. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich nehme mal den hier und gehe ganz schnell hier rüber. Und jetzt tue ich was noch Dümmeres. Ich versuche mal jetzt einfach was. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, was ich gerade tue, aber. Hallo? Geht das überhaupt, was ich gerade versuche? Hallo? Ich. Guck dir das an, ich reite auf den Reaper. Wie geil! Okay, der zieht aber jetzt gerade nicht mehr. Okay, also irgendwann zieht er nicht mehr. Er hält zwar, aber er zieht nicht mehr. Na, hast du es gelernt? Komm her, du Pissviech! Ich bohr den Reaper gerade. Okay, 75% Health. Das heißt, wir können das viermal ab insgesamt. Wenn wir das tatsächlich überleben wollen. Und alles zur Hölle, was das ist jetzt passiert? Bug. Das ist jetzt ein scheiß Bug. Fuck, ich kann nichts mehr sehen. Scheiße? Das ist jetzt böse. Das ist jetzt ein Bug. Ich sehe nichts mehr. Ich komme nicht mehr weg. Guck dir das an. Okay, das ist jetzt wirklich blöd. Ich glaube, ich werde jetzt einfach das mal als Ansatz nehmen zu cheaten. Oh, okay, muss ich nicht. Okay, gut, das hat dann geholfen, was ich gerade getan habe. Einfach mal die Cheat-Konsole geöffnet. Also F3, F3 und dann Enter öffnet die Cheat-Konsole. Also gut, F3, dann müsst ihr da oben Disable Console machen, indem ihr zum Beispiel Tab drückt und dann hier oben einmal. Okay, jetzt? Nein, okay, dann macht das mit F8. Dann hier einmal das hier anklicken und dann einmal F8 drücken, einmal F3 drücken und dann könnt ihr mit Enter die Cheat-Konsole öffnen. So, wo ist jetzt überhaupt der Reaper hin? Reaper? Reaper, wo bist du? Sind wir jetzt zu weit weg? Ist er despawned? Ich sehe ihn nicht mehr. Oder haben wir ihn getötet? Das bezweifle ich. Denn übrigens, der Drill macht richtig Schaden. Das ist total geil. Der macht nämlich total Schaden. Können wir das kaputt machen? Nein, aber ich sehe keinen Reaper weit und breit. Okay. Dann gehe ich einfach mal raus und klaue mir die Batterie, die da drin ist. Okay. Ist hier echt kein Reaper? Ist der jetzt despawned? Das wäre irgendwie fast schon lame. Noch eine Batterie. Irgendwas höre ich wieder. Das klingt wie ein Reaper. Vielleicht hat er sich durchgebuggt. Das kann ich mal kurz ausprobieren. Gut, ich gehe mal wieder zurück in meine Cyclops, wenn ich da überhaupt hinkomme. Hoffentlich komme ich da gerade hin. Komm schon. Einmal hopp.
So. Und dann würde ich sagen, Alter, wir haben mit einem Reaper gekämpft. Das ist geil. Das heißt, das ist jetzt das Ende der eigentlichen Folge. Ich schmeiß die Engine an und Silent Running Modus. Und fahre wieder ein bisschen nach Hause. Aber, also das nehme ich jetzt mal als Ende der eigentlichen Folge. Ich verabschiede mich dann schon mal von denen, die jetzt den Rest nicht sehen wollen. Denn was ich jetzt noch vorhabe, ist noch ein bisschen cheaten. Ich will noch ein bisschen euch zeigen, was es so an Cheats gibt, an coolen Sachen, die man so machen kann. Wie man den Reaper sehen kann, ohne komplett in Gefahr zu geraten und trotzdem nah dran zu sein und solche kleinen Sachen. Das ist so, oh Gott. Das ist, was ich als Ziel habe. Und alter fucking Schwede, dass er einfach da gespawnt ist gerade. Tschüss, Reaper. Aua! Fuck! Fuck, ich bin in Silent Running Modus, du solltest mich gar nicht sehen, du dummes Ding. Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay, jetzt ist er weggeschwommen. Fuck, ey. Gut, dass ich das on camera habe. Fuck. Okay, Shields off. Und Gas. Flank Speed. Das will ich nicht in meiner Nähe haben. Ich glaube, ich darf nicht zu lange Flank fahren. Sonst geht nämlich meine Engine kaputt. So, also, jedenfalls, dann würde ich sagen, das ist das Ende dieser Folge für alle Leute, die keine Cheats sehen wollen. Und ich verabschiede mich dann schon mal von denen und alle anderen können jetzt noch weiter gucken. Ich mache einen kurzen Cut und mache die Cyclops wieder heil. Mir ist übrigens gerade die Idiotie daran aufgefallen, ein Hatch dran zu bauen an den Moonpool, wo wir doch einfach hier unten hinschwimmen können und rein. Aber egal. Also, ihr wollt mal sehen, was es so für Cheats gibt? Okay, das erste, was gar kein Cheat ist, sorry, aber was ich auf jeden Fall mal zeigen muss, wenn ihr F8 drückt, dann könnt ihr ein Feedback-Menü öffnen, welches, was auch immer ihr gerade seht, screenshottet. Und dann könnt ihr hier nettes Feedback eingeben, irgendwas tippen, dann eine Kategorie auswählen, zum Beispiel Bug oder auch, wenn euch irgendwas gefällt, auch eine der anderen. Und dann könnt ihr sagen, wie euch, was auch immer ihr seht, auf dem Bild gefällt. Tut das erst, wenn ihr alles andere gemacht habt. Das heißt also, klickt erst auf ein Smiley, wenn ihr alles andere fertig habt. Denn ansonsten, naja, nicht so geil. Sonst schickt ihr es ab, ohne viele Informationen gegeben zu haben. Und das ist meistens ziemlich sinnlos. Also, wenn erst auf ein Smiley klicken, wenn alles andere davor geschrieben ist. Und wenn ihr eben etwas cool findet, dann klickt irgendwie was an und sagt cool. Und wenn es ein Bug ist, dann macht meistens eigentlich nur einen der beiden. Aber naja, das wollte ich auf jeden Fall mal zeigen. Denn ihr braucht es sowieso, um auf F3 drücken zu dürfen und bei F3 hier oben hingehen zu können und Disable Console, was standardmäßig so ist, so anzuklicken, sodass es dieses hier anzeigt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr noch einmal F8 drücken und auch noch einmal F3, um nichts abzusenden und die Konsole wieder zu schließen oder dieses kleine Menü hier. Und dann könnt ihr Enter drücken, um da unten die Cheat-Konsole zu öffnen. Natürlich gibt es aber auch in diesem Menü schon ein paar coole Sachen, die ihr machen könnt, die ihr übrigens je nach Zahl auch mit den Zahlen einstellen könnt. Das heißt also, wenn ihr irgendwelche Zahlen habt, könnt ihr es mit diesen einstellen. Wir können also zum Beispiel 1 drücken, um diese Licht- Effekt-Dinger da zu machen. Also diese Lichtstrahlen, die da durchs Wasser fliegen. Dann mit 2 können wir Bloom ändern. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt heißt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das hier. Dass es so ein bisschen unscharf wird dabei oder so. Wenn das überhaupt der Fall ist, weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt nicht. Auf dem Video kann man es sehen, wenn man es langsam mal guckt. 4 gibt euch einen Frame-Time-Graph. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel rausgehen, bekomme ich immer einen kurzen Spike, aber ihr seht, ich habe ansonsten ziemlich gute Frame-Types, die ziemlich gut dabei liegen. Ich meine, ich habe eine 1070, das ist ganz okay, da kann man nicht ganz gut mit leben. Die ist im OC-Mode gerade. Dann haben wir noch 5, das sind Ambient Particles. Das, keine Ahnung, eigentlich sollten das so eine Blasen hier sein, die wir damit ausschalten können, aber irgendwie geht das anscheinend nicht. Oder vielleicht generell macht das nur die Ausstellung? Nee, also eigentlich sollten die dadurch ausgehen, ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Und mit 6 könnt ihr einen extrem witzigen Modus anschalten, nämlich Visualize Death. Ich weiß nicht, wie firm ihr darin seid, wie eure Computerspiele überhaupt funktionieren, aber 3D-Computerspiele sind ja auch nur 2D. Wie ihr wisst, Monitor ist ja nun mal nur 2D. Und die 3D-Erscheinung funktioniert halt irgendwie
wenn man die Grundlagen sieht, es gibt diese Deathmap, wie das hier, das sind einfach nur unterschiedliche Schwarztöne und auf diese Deathmap wird überhaupt erst die eigentliche Textur gelegt und dadurch wird es dann irgendwie grundlegend aussehen wie 3D. Das ist die ganz, 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 ganz billige Erklärung. Ich habe das mal in der PC Games Hardware gelesen, dazu einen Artikel, deswegen weiß ich das auch überhaupt, sonst wüsste ich das auch gar nicht, aber deswegen weiß ich das so ungefähr. Diese Deathmap, dieses Schwarz-Weiße, dient eben als Grundlage, um zu wissen, wie weit etwas entfernt ist und dann legt man darauf die Texturen und den Fog und alles andere. Deswegen sehen wir übrigens mit der Deathmap auch die Aurora, weil einfach die Aurora ja eigentlich da ist, wir sie nur nicht sehen aufgrund des Fogs. Diesen Fog können wir auf zwei Arten ausschalten. Entweder wir nutzen das F3-Menü und klicken Water Volume an, dann machen wir damit das ganze Wasser einfach aus und wir können die Aurora von hier sehen. Oder wir machen das Kommando Fog. Enter. Und eigentlich macht das denselben Effekt. Es funktioniert irgendwie nur 50% der Zeit. Da habt ihr es gesehen, jetzt macht das. Heißt also, jetzt seht ihr, dass der Fog auf einmal aus ist und wir hier alles perfekt sehen können in schöner, wunderbarer Helligkeit. Jetzt mache ich die Fog wieder an und alles sieht wieder normal aus und wir können auch Water Volume wieder machen und es sieht alles wieder exakt so aus wie eben. Und wieder so und wieder Fog und wieder Fog und alles ist wieder gut. Das ist, was ihr schön machen könnt. Was es auch noch gibt und was ich ziemlich creepy finde, wenn ihr das zumindest anmacht, ist mit Tab nochmal rein und Water Surface ausmachen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus und es sieht aus, als wäre es in einem unendlich tiefen Ozean, weil ihr eben die Oberfläche nicht seht. Und außerdem sieht man jetzt die Aurora, weil eben die Effekte weg sind. Und jetzt sieht es aus, als wäre die Aurora unter Wasser, weil ihr eben die Surface nicht mehr seht. Das heißt, es sieht jetzt wirklich aus, als wärt ihr unendlich tief unter Wasser, einfach weil eben die Wasseroberfläche unsichtbar geworden ist. Ihr könnt jetzt natürlich nach oben fliegen und Alter, sieht das creepy aus. Und jetzt seht ihr, dass wir tatsächlich immer noch schwimmen können. Und dass es jetzt eben blau und hellblau gibt, das zeigt den Unterschied. Aber sobald wir unter Wasser sind, sieht man den Unterschied kaum noch. Und deswegen sieht es, sobald man hier ungefähr ist, aus, als wäre die Cyclops auch unter Wasser und einfach nur weit weg. So sieht das gerade aus. Als könnte man da einfach unter Wasser hinschwimmen. Also, ziemlich witzige Sache. Finde ich ein bisschen creepy, deswegen lasse ich es lieber an. Denn so finde ich, sieht es doch besser aus. Aber naja, ihr könnt es halt machen, wie ihr wollt. Ich zeige es ja nur, um euch das mal zu zeigen. Dann gibt es natürlich noch den wichtigsten Cheat der Welt und den Erkundungscheat sozusagen, nämlich FreeCam. Enter. Wenn ihr FreeCam eingibt, dann seht ihr auf einmal euren Körper und könnt euch langsam bewegen. Mit Shift bewegt ihr euch ein bisschen schneller, aber trotzdem noch sehr, sehr langsam. Jetzt denkt ihr euch, was für ein Scheiß ist denn das? Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das gelernt habe. Ihr könnt mit den Nummerntasten die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, mit 1 fliegt ihr so schnell, mit 2 so, mit 3 so, mit 4 so. Und mit 5 so. Und mit Shift fliegt ihr noch schneller. Und mit 5 Shift ist es die schnellste Fluggeschwindigkeit, die ihr schafft. Und 6 gibt es nicht mehr. Also 5 Shift ist schneller, geht's nicht. Und damit können wir jetzt durch die Gegend fliegen und zum Beispiel ganz, 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 ganz schnell mal eben bei der Insel vorbeischauen. Hui! Und dann können wir hier das Precursor Array uns angucken. Und so habe ich übrigens schon einen kleinen Teil der Map erkundet, tatsächlich. Einen kleinen, geringen Teil. Ich habe natürlich bewusst nicht zu viel erkundet, weil ich keine Spoiler will, aber wir können so eben zum Beispiel hier runtergehen, das Grassy Plateaus Biome uns angucken und dann hier weiter und dann können wir hier, wups, können hier das Tree Biome angucken und so weiter. Das heißt, ihr könnt auch so die kompletten Biome alle erkunden, ohne auch nur irgendwas an Gefahr zu laufen, während ihr gemütlich in eurer Base rumsteht. Und was ist denn das für ein Biom? Ach, das ist jetzt das Kuschbiom. Jetzt sind wir da. Und hallo Bone Shark! Ja, also dafür ist das da. Ziemlich coole Sache. Und ihr könnt eben mit 2 und 1 wieder langsamer fliegen. Aber das will ja natürlich niemand. Wir wollen natürlich mit 5 für die Gegend fliegen und schnell sein. Und eigentlich sollte hier nämlich auch irgendwo ein Reaper sein. Deswegen war ich auch immer schon so ein bisschen, dass hier eigentlich auch einer ist. Da ist er. Da ist der andere Reaper. Da ist der andere Reaper, der hier eigentlich auch sein sollte, bei der Crash-Site, um die zu bewachen. Deswegen war ich schon so ein bisschen verwundert, dass wir den gar nicht gesehen haben in der Folge, die ihr gar nicht gesehen habt. Cool. Aber ja, da ist nämlich auch ein Reaper. Und naja, deswegen will ich da auch ein bisschen vorsichtig sein. Und da ist ein Reefback, der gar nicht vom Reaper angegriffen wird. Gut, der Reaper ist auch weit weg, aber. Okay, also das sind so Sachen, die sind natürlich cool anzusehen. Und hier schwimmt ein Live-Pod. Haben wir das eigentlich schon erkundet? Ich glaube, ja, ne? Eigentlich waren wir, glaube ich, schon dran. Und hier ist auch kein Reaper in der Nähe, wie man sieht. Also, wenn ihr wisst, ob irgendwo ein Reaper ist, weil ihr zu ängstlich seid, um es selbst zu erkunden, dann könnt ihr es mit FreeCam sehen, denn mit FreeCam spawnen die Viecher halt trotzdem. So, dann gebt ihr einfach nochmal FreeCam ein und seid wieder zu Hause in eurem Körper. Yay! Dann gibt es natürlich noch andere wichtige Kommandos, wie zum Beispiel TP und dann irgendwelche Koordinaten. Ich kenne keine Koordinaten, deswegen mache ich das jetzt nicht. Wir können aber auch zum Beispiel Spawn eingeben und dann werdet ihr mal so ein kleines Stückchen in eine Richtung verschoben.
wie ihr seht, immer nur so ein ganz kleines Stückchen. Wenn ihr irgendwo festgebackt seid, heißt also, wenn ihr irgendwo stecken geblieben seid, dann ist das der beste Cheat, den ihr anwenden könnt. Einfach einmal Spawn drücken und meistens seid ihr damit schon raus. Oder erst recht drin, aber naja, dann müsst ihr eben gucken, dass ihr notfalls TP macht. Das nächste, was es dann noch gibt, ist Sub. Wenn ihr Sub macht und dann zum Beispiel Cyclops geht, glaube ich, dann erstellt ihr eine Cyclops. Ups, das wollte ich nicht. Cool, das war überhaupt nicht, was ich wollte. Verdammt. Gut, dass ich dich gespeichert habe. Also ich gehe gleich aus dem Spiel schon einfach raus und speichere ihn nicht und dann ist es gut. Denn ich habe zum Glück gespeichert, bevor ich das gemacht habe. Ja, also mit Sub-Cyclops könnt ihr eine Cyclops für euch erschaffen, die jetzt einfach mal explodiert. Okay. Die ist jetzt einfach explodiert. Das ist irgendwie ungeil. Weil zum Glück unsere Haupt-Cyclops nicht explodiert ist, aber... Das war jetzt irgendwie cool. Und irgendwie auch nicht cool. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie eine Cyclops explodiert. Spoilers! dann können wir auch noch machen... Ich glaube, irgendwie kommt man sich aber auch TP'en. Aber... Weiß ich jetzt gerade nicht. Warum ist es hier denn jetzt eigentlich so dunkel? Kommt man das nur so vor? Okay. Und ihr seht übrigens, wenn eine Cyclops zerstört wird, dann spawnt dort ein Beacon, das die daneben da anzeigt. So. Ist auch ganz cool. Was epischerweise angeblich auch gehen soll, ist folgendes. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe es, glaube ich, bisher noch nicht wirklich ausprobiert, aber wir können es mal ausprobieren, ob es funktioniert hat. Doch! Okay, wir haben jetzt nämlich zwei Auroras. Sub-Aurora spawnt die Aurora. Und zwar in der Nähe des Spielers. Und es wundert mich gerade, wie witzig das jetzt gerade aussieht. Funktioniert das im Freecam eigentlich auch? Also, jetzt so... Sub-Aurora? Okay, anscheinend nicht. Aber ja, so können wir angeblich eine weitere Aurora spawnen. Hinterm Spieler steht im Wiki, aber irgendwie sieht das jetzt sehr strange aus. Jetzt haben wir nämlich zwei Auroras sozusagen hier drin. Was ziemlich witzig aussieht. Und hupsala, jetzt sind wir unten im... Der Dingens. Okay, das sieht ziemlich strange aus. Ich will da nicht zu sehr hin, weil Spoilers. Es gibt Spoiler da und das. Ich weiß, dass es das Spoiler gibt. Ich will da deswegen auch gar nicht dahin. Und ach, da ist sie! Da ist sie! Guck dir das an. Ich habe eine Aurora gespawnt. Alter fucking Schwede, ist das Ding riesig. Gut, dass ich weiß, dass es in diesem Spiel kein Autosave gibt. Denn sonst wäre das ziemlich strange, wenn ich jetzt die Aurora mitten in meiner Welt fliegen hätte. Denn die, wie ihr seht, fliegt ja einfach so durch die Gegend und so. Ich darf jetzt nur garantiert nicht speichern, sonst ist das alles da. Und das wäre wirklich ungeil, denn es gibt keine Backup-Funktion oder sowas. Also keine Zweitspeicherstände. Das heißt, wenn ich jetzt speichern würde, wäre das das Dümmste, was ich tun könnte. Gut, also das gibt's auch noch. Ein sehr wichtiger Cheat, wenn ihr... ein bisschen rumerkunden wollt ohne Freecam und alles ein bisschen trotzdem sammeln wollt und so weiter, ist entweder Creative. Damit könnt ihr euch in Creative Mode setzen, ist halt wie slash Game Mode Creative in Minecraft, und wieder in Survival mit dem Command. Oder wenn ihr im Survival bleiben wollt, aber Ruhe haben wollt vor Kreaturen, dann gebt ihr ein Invisible. Und damit könnt ihr dann euch unsichtbar machen vor Kreaturen. Das heißt also, wenn irgendwelche Kreaturen da sind, die greifen euch nicht an, die bleiben vollkommen friedlich gegenüber euch und ignorieren euch vollständig. Dann gibt es noch etwas anderes Cooles, und zwar natürlich die ganzen Cheats, wie man sich Sachen besorgt. Zum Beispiel kann man natürlich einfach eingeben, Vehicle Upgrades. Wenn man das dann auch richtig schreibt, dann wird das auch gehen. Upgrades und dann bekommen wir zum Beispiel alle Upgrades für die Seamoth und was zur Hölle, was ist das für ein Ding? Okay, man lernt nie aus. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und noch ein anderer witziger Cheat für Leute, die gerne wie ich Survival Creative spielen: Bob the Builder. Gibt euch die richtigen Tools und erlaubt euch, Insta zu bauen. Heißt, wir können irgendwas setzen innerhalb von weniger als einer Sekunde. Wir können einfach mal zum Beispiel Interior Pieces, so ein Walllocker, einfach instant irgendwo hinklatschen. Zack, und es kostet nicht einmal Ressourcen. Klatsch! Und, ja, ich habe jetzt keinen Platz mehr, aber you get the gist. Klatsch, irgendwas hinsetzen. So, das sind so ein paar coole Cheats, die es so gibt. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Cheats, die es so gibt. Es gibt tonnenweise Scheiße. Ich wollte noch was anderes eigentlich ziemlich cooles haben. Ich wollte nämlich einfach mal wissen, wie man
zu bestimmten Sachen hinkommt. Was anderes Witziges ist auch noch für euch Leute, die gerne sowas haben. Ihr könnt natürlich auch eure FOV verändern. Heißt zum Beispiel die FOV auf 5, um stark ran zu zoomen. Oder die FOV auf 100, um ein bisschen größeres FOV zu haben. Was ziemlich witzig aussieht, strange. Ich glaube, 50 ist Standard. FOV 50? Nee, es ist nicht Standard. Ich glaube, 70 ist dann wahrscheinlich Standard. FOV 70. 70 ist ein bisschen größer als Standard. Dann ist wahrscheinlich 60 Standard, aber ist mir jetzt egal. Ja, 60 ist Default. Ich kann auch lesen. Ja, das sind so ein paar witzige Sachen, die es auf jeden Fall gibt. Und was man dann auch noch machen kann, natürlich, ist so wichtige Cheats wie Day und Night. Oder Day-Night-Cycle 0. Okay, das war's nicht. Aber sowas in die Richtung. Day-Night-Speed heißt das. Day-Night-Speed. Und wenn ihr den eingebt und zum Beispiel 0 macht, dann ist das sozusagen ein Eternal Day, wenn ihr den jetzt auf Day gebt. So, und jetzt habt ihr ein Eternal Day Age sozusagen. Jetzt habt ihr Eternal Day, es gibt nie mehr, als wäre was anderes. Die Sonne bewegt sich jetzt nicht mehr. Oh Gott, ist das gerade ein Lag. Aber ja, die Sonne bewegt sich jetzt nicht mehr. Day-Night Speed ist auf 0. Natürlich auch noch ganz generell Speed auf 0. Können wir auch machen. Dann stehen wir halt wieder in der Welt. Wir können auch Speed auf 0.1 schalten. Auf 0.1. Immer schön Punkte benutzen statt Kommata. Wir sind hier im Amerikanischen. Und Speed 1 gibt natürlich wieder einfach den normalen Speed. Aber wir können natürlich auch sagen, machen Speed 2. Und dann ist es natürlich doppelt so schnell. Und ihr könnt auch noch ein wesentlich höheres Ding machen. Denn, okay, jetzt hängen wir fest. Speed 0.1. Okay, jetzt hänge ich irgendwie fest. Spawn. Okay, was auch immer. Speed 1. Okay, jetzt muss ich mal schnell den Cheat rausfinden, um irgendwo hinzukommen. Teleports, genau. Ihr könnt nämlich zum Beispiel sowas machen wie Biome. Und dann seht ihr, welche Biomes es gibt. Und ihr könnt einfach zum Beispiel machen Save. Na. Biome. Save. Shallows. Okay, wahrscheinlich werden die mit einem Unterstrich geschrieben. Und dann solltet ihr eigentlich hin teleportiert werden. Aber ja, wahrscheinlich gibt es die jetzt gerade nicht, weil ich wieder dumm bin. So, aber das Wichtigste natürlich ist genau das Kommando, habe ich gesucht. Nämlich Warp Me. Und damit sollten wir eigentlich irgendwo sein. Wir hängen jetzt trotzdem irgendwie fest. Okay, jetzt ist es wirklich verbuggt gerade. Aber okay. Wenn ich jetzt Freecam mache, was passiert dann? Freecam. Nicht mal das funktioniert mehr. Das ist ja ungeil. Okay, ich wollte euch eigentlich noch ein paar andere Sachen zeigen. Aber ja, wenn ihr eine komplette Liste haben wollt von Sachen, die ihr bekommen könnt an Cheats, dann schaut euch auf jeden Fall mal Folgendes an. Ich mache das gerade mal an. Zack. Und zack. Jetzt könnt ihr es nämlich auch sehen in Steam. Heißt also, ihr seht hier Debug Console Commands im Subnautica Wiki. Da könnt ihr alle schönen Kommandos sehen, die ihr haben wollt. Es ist vollkommen egal. Alles funktioniert. Und ich wollte euch nämlich eigentlich noch den geilsten Cheat überhaupt zeigen, nämlich den hier. Explode Ship. Den wollte ich euch eigentlich zeigen. Aber hey, wenn ihr das Spiel selber habt, dann könnt ihr den ja einfach selbst ausprobieren. Ich meine, gut, es steht schon drin, was er macht. Aber was auch immer, es ist trotzdem cool. Denn ich hänge jetzt gerade an einem verbuggten Ding fest. Das heißt, ich kann nicht einmal mehr Escape drücken. Okay, das heißt, ich muss basically das Spiel force beenden. Steuerung Alt F4 gleich mal und pum. Und dann seht ihr jetzt nur noch einen schwarzen Bildschirm. Aber das ist ja egal. Also, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge damit hier. Und ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Ist natürlich jetzt eine mega Überlänge-Folge. 20 Minuten Überlänge. What the fuck? Aber hey, ich habe ja auch Folge 42. Es ist halt meine Lieblingsfolge sozusagen. Und in Subnautica wollte ich jetzt einfach mal den Reaper töten, aber ich wollte euch auch ein paar Cheats zeigen. Und deswegen Überlänge-Folge. Yay! Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Dafür gibt es in Folge 50 dann nichts Besonderes mehr. Außer vielleicht, dass wir mal ein neues Biom kennenlernen. Mal schauen, vielleicht mache ich sowas dann. Aber ich mache auf jeden Fall nichts.
nicht so extrem ist. Aber ja, dann, wie gesagt, hoffe ich euch, dass die Folge einigermaßen gefallen. Wenn ja, benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen. Ich kann nicht mehr zeigen, aber ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Und benutzt auch gerne die Infokarten und diesen komischen Daumen und dieses Glockending, wenn ihr Bock habt auf diese Sachen. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.